Coralli Punisher 4-6S, heute mal im Speedrun. Ich bin heute unterwegs auf einer neuen Strecke, neue Location, probiere da den Speedrun aus mit 4S. Und nach dem Intro erfahrt ihr, wie schnell die Karre hier ist. Es geht auf Testfahrt jetzt. Hier 4S Akku 5200 mA von Robitronic 40C. Dann mein Punisher. Schon bereit. Alle Schrauben habe ich festgezogen, alles nachkontrolliert. Ich habe Karosse vorbereitet. Ich habe hier mein SkyRC Speedmesser. Den werde ich gleich einschalten. Und ich habe noch eine Kamera, damit ich noch schöner Aufnahmen machen kann. Ja, ich hoffe nicht, dass das vom Speed her etwas geringer wird, aber wir werden das dann auf jeden Fall sehen. Dann habe ich ganz wichtig hier ein Akku-Messgerät da, einfach mal zur Sicherheit zu checken, ob der Akku überhaupt voll ist. Sollte man genauso als Werkzeug da haben wie einen passenden Radmotoranschlüssel und eine fehlende Radmutter, falls mal eine verloren geht. So, 16,64 Volt, 95%. Ja, ich habe ihn vollgeladen mit meinem Ladegerät. 4,2 Volt pro Zelle Abschaltspannung. Das ist dann halt hier 95%. Dann natürlich der Hinweis, wenn ihr einen 4S Akku habt oder einen 6S Akku Block direkt, dann braucht ihr hier diesen Adapterstecker, der schon baukastenmäßig mit drin ist. Ansonsten könnt ihr auch 2S oder 3S hier einbauen und dann im Prinzip hier den Adapter weglassen und dann hier 2S und hier ein 2S oder ein 3S und ein 3S hier dran machen. Aber bitte gleiche Voltzahl und gleiche Milliamperezahl verwenden. Na, ich vorbereite natürlich meine Fernsteuerung. Ich filme und fahre gleichzeitig, deswegen sorry, wenn es mal ein bisschen aus dem Bild geht alles. Dann schalte ich hier ein. Ihr seht, voll. Power on. Und dort ist auch an. Dann sollte man eins machen, nicht hier versuchen aufs Gas zu drücken. Das kann nämlich auch passieren, dass man unbewusst da drauf kommt. Also immer darauf achten, dass er da nicht unbewusst drauf geht oder den Sender falsch hinlegt. Dann hat man hier die Möglichkeit, noch die Trimmung einzustellen. Das werde ich auf jeden Fall noch machen und die Trimmung nachjustieren, gucken, ob der gerade Auslauf überhaupt stimmt. Als nächstes kommt meine Karosserie drauf. Ich werde natürlich auch mal den schnell abreißen und ohne Geschwindigkeitstest machen. Aber ich möchte mal ein paar schicke Aufnahmen noch machen. So, Karosse drauf. Ich habe hier meine Klammern von JS Parts bzw. auch die Teile von TK Parts hier an meinem Fahrzeug montiert. Also Halter, Karosserieklammern drauf, hinten natürlich auch, und dann kann es quasi schon losgehen. Zuvor, Fahrzeug habe ich noch nicht eingeschaltet, aber ich schalte mal meinen GPS-Messer an. So, der muss ich erstmal finden, ist klar. Ich kann den auch immer wieder auf 0 setzen. Jetzt sucht er sich natürlich erstmal. Jetzt muss ich hier aufpassen, weil ich habe natürlich jetzt hier 1 gemacht, muss das hier aufreißen. Nochmal abmachen, weil ich möchte natürlich den Topspeed messen. So, das heißt, ich muss hier auf meine Enter-Taste, sorry, jetzt habe ich es wieder mal vermasselt, muss hier auf die Taste gehen, auf die Mode-Taste, und dann kann ich hier Speed und hier Peak Speed einstellen. Und der ist wichtig, den möchte ich natürlich jetzt messen. So, meine Go3S funktioniert auch, habe die festgemacht. So, hier ist auch fertig. Jetzt, Sender ist schon eingeschaltet, also geht es hier an den Schalter ran. Kommt man hier gut ran. So. Lenkung und Gas, das werden wir gleich sehen. Ich switch jetzt mal kurz um. So, bevor es losgeht. Einschalten. Läuft. Auf 0 ist auch. Kann also quasi jetzt hier losgehen. Lassen wir uns überraschen. So,
Vorbereitung läuft. Na, gerade Auslauf sieht erstmal schon schön aus. Und dann würde ich sagen, können wir mal starten hier. Und gucken wir mal, was die Geschwindigkeit sagt. 66 km/h. So, und hier kann ich die Aufnahme gleich mal stoppen. So, zwischendurch habe ich mal ein Grundsetup gemacht. Also nochmal den Regler geeicht. So, habe ich hier auf 0 gestellt. Jetzt habe ich die Kamera nach vorne. Ich habe den Regler nochmal eingestellt, nochmal gecheckt, ob das wirklich stimmt. Das sollte man machen. Ist so ganz einfach, kann ich am Ende gerne nochmal dranhängen, wie das Ganze funktioniert. So. So, gucken wir mal, was er jetzt sagt. So, Aufnahme kann ich auch. Und ich bin bei 67 km/h. Ja, das war jetzt hier das Ganze mit 4S gewesen. So, was habe ich eigentlich gemacht am Fahrzeug? Ja, ich habe die Felgenringe dran. Ich habe den Dämpferschutz dran. Ich habe die Fender dran. Natürlich auch hinten. Ich habe die Halter, die Karosseriestripse dran, Felgenringe, die Mudguards für hinten habe ich dran und ich habe den flexiblen Spoilerhalter für hinten habe ich natürlich auch dran hier an dem Fahrzeug. Also alles, was man haben. Ich werde hier nochmal die Kamera dort befestigen und dann schauen wir mal. 67, ob das jetzt alles war. Null. Jetzt nochmal. Ja, mal schauen, was das Fahrzeug jetzt hier nochmal bringt. Mal vielleicht ein bisschen mehr Anlauf. Mal schön drauf achten, nicht die Bordsteinkanten mitnehmen, ne? Das könnte schrecklich werden. Jetzt nehme ich schon so manches Auto zerschellt. Und wir haben tatsächlich jetzt 68 km/h erreicht. War es jetzt die Aerodynamik der Kamera? Ich würde es einfach mal echt bezweifeln. Ja, 6S folgt noch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert gerne den Kanal. Und ja, was habt ihr eigentlich für ein Fahrzeug euch gekauft? Habt ihr euch den Punisher in Blau und Grün gekauft? Und was habt ihr gemacht? Könnt ihr gerne noch in die Kommentare schreiben. Ja, ich war jetzt hier unterwegs gewesen. 4S habe ich probiert. Ich habe das 2-3 Mal versucht. Habe zwischendurch ein Setup gemacht vom Regler. Sollte man zu Hause machen, kann man aber auch auf der Strecke machen. Also wenn man unterwegs ist, ist einfach nur den Button drücken. Beide Button drücken, also die Start- und die Set-Taste, beide drücken. Dann, wenn es ein ist, dann lässt man die Setup-Taste los. Dann piept es kurz und dann macht man Neutralstellung, Piep, Vollgas, zweimal Piep, immer drücken einmal noch. Und dann bei Vollbremse
nochmal drücken, also das dritte Mal gedrückt, und dann sollte es dreimal piepen und dann haben wir das Setup beendet und schon seid ihr sicher, dass der Vollgaspunkt dort ist, wo er sein soll, der Bremspunkt dort ist, wo er sein soll und natürlich auch die Neutralstellung. Man weiß ja nie, ob das standardmäßig stimmt oder man hat halt am Potti gedreht bei der Trottel und da kann es auch sein, dass man den Punkt verschiebt. Ja, Geschwindigkeit finde ich jetzt okay. Wenn man 4S fährt, kann man schon richtig schön Spaß haben. Kommt immer drauf an, auf dem Untergrund hat man viel Griff, könnte es vielleicht schneller gehen, hat man viele Bodenwellen. Ja, dann kommt es natürlich auch schon wieder aufs Fahrwerk an. Wir werden das sehen beim Fahrtest mit 4 und 6S, wo da der Unterschied liegt, ob sich das mit 4S schon mal gut fahren lässt oder ob man unbedingt die 6S braucht. Na, zum Einstieg, also wer sich das Fahrzeug kauft und vielleicht noch nie so ein Auto hatte, dem empfehle ich, nehmt einen 4S Akku oder zwei 2S Akkus erstmal, fahrt erstmal ein paar Akkus und dann, wenn er damit mit dem Fahrzeug klarkommt, dann könnt ihr immer noch die Leistung erhöhen. Ja, das war's jetzt gewesen. Bis zum nächsten Mal. Euer Mika.